Harbin, Sie kommen in ein paar Minuten hier raus. Sie waren ein vorbildlicher Gefangener. Ordentlich, arbeitswillig, höflich, fleißig. Mir wäre sehr wohl dabei, wenn nicht noch eins wäre. Ich weiß, Sie haben Ihre Zeit bloß abgesessen, um an das Geld ranzukommen. Nick, können wir nicht miteinander reden? Ich habe meine Zeit abgesessen. Der Staat ist jetzt quitt mit mir, Herr Direktor. Sie stehen so lange im Scheinwerferlicht, bis man das Geld gefunden hat. Sie haben es gestohlen und versteckt, damit es keiner findet. Na schön. Von jetzt an, Harbin, brauchen Sie nur zu niesen und die Polizei kommt sofort mit dem Tonbandgerät. Ich bin ein freier Mann. Ich lasse es doch ankommen. Ich hatte gehofft, Sie wären klüger geworden. Als Sie hierher kamen, waren Sie wild und dumm. Eine Weile dachte ich, Sie lernen etwas dazu. Sie gingen zur Schule, arbeiteten mit. Sie sind nicht schlauer geworden. Nur älter. Ich denke, ich bin schlau genug. Also gut. Ihre Zeit ist um. Und Nick, denken Sie daran, Sie sind kein gewöhnlicher Ex-Häftling, sondern eine wandelnde Zielscheibe. Ich hab's versucht. Baby. Ich mach's wieder gut. Arvin? Hey, Vorsicht! Ich bin Al Kramer vom Record. Wie fühlt man sich, wenn man rauskommt? Irgendwelche Pläne? Ja. Ruhe und Einsamkeit. Was? Ruhe und Einsamkeit, Kramer. Vor 5 Jahren wusste ich nicht, was das bedeutet. Jetzt weiß ich's und werd's genießen. Harbin! Max Brodney, Polizeipräsidium. Raubdezernat. Ein großer Bulle, ich verstehe. Ganz recht. Ich bin Bulle. Sie sind ein Schwein. Vorsichtig, Bulle. Ich verklage Sie wegen Verleumdung. Ja, ich habe gehört, dass Sie sich da drin weitergebildet haben. Sie schlagen nicht mehr so schnell zu, was? Ich bin ein Bürger, der das Gesetz befolgt. Nein, sind Sie nicht. Sie sind schlau, Harbin, aber immer noch ein Schwein. Ich sehe Sie noch. Wahrscheinlich in der Leichenhalle. Denken Sie, er weiß, wo das Geld ist? Sicher, sicher. Wissen Sie, Lieutenant, er hat mich angesehen, als schätzt er ab, ob er es mit mir aufnehmen kann. Sie sind besser als er. Ja. Aber ich sah, wie er darüber nachdachte, wie er mich voll angreifen würde, wenn nötig. Wohin er auch immer geht, Sie folgen ihm. Irgendwann holt er sich das Geld aus dem Versteck. Seien Sie dabei. Ich werde ihm zählen helfen. Das ist eines von den Dingen, von denen ich geträumt habe. Einfach irgendwo hinzufahren. Dahin, wohin ich will. Ist das alles, wovon du geträumt hast, Nick? Was ist los, Susie? Nichts ist los, Nick. Es ist nur... Baby, können wir nicht nochmal von vorne anfangen? Einfach so? Nach 5 verflucht langen Jahren gar nichts. Nick, ich war noch ein Kind. Ich hatte Angst. Ich konnte einfach nicht. Also gut, Susie. Wir versuchen es nochmal, ne? Ah.
Also ich schätze, dieses alte Haus kann nichts verändern. Du hattest es auf meinen Namen überschrieben, Nick. Ich hab gedacht, ich kann's halten. Für dich. Für mich? Ich hab's dir geschenkt, Susi. Vor langer Zeit, weißt du? Ich hatte das Gefühl, dass wir hierher fahren, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls ist es eine schöne Begrüßung. Hey, hört auf, ja? Ich werd rot. Dave! Nick! Dave, Junge, schön, wie dich geht's? Zu sehen. Hey, lass los, du zerquetsch mir die Hand, Mann. Willkommen daheim, Nick. Weißt du, ich hab versucht, dich zu besuchen. Keine Chance. Kein Ex-Häftling kommt rein, wenn er nicht bleiben will. Ja, ja, ich weiß. Die Hauptsache, Jungs, ist doch, dass wir jetzt hier sind. Zusammen und in Sicherheit. Ganz recht. Und wo ihr beide hier seid, fühle ich mich richtig zu Hause. Also, ein Trinkspruch auf Nick Harbin. Ein Toast auf 5 Jahre meines Lebens! Oh, Niki, ach, er ist immer noch der Wilde. Der menschliche Dynamo, er geht nicht, er muss immer rennen. Ich werde nicht mehr davon rennen. Oh, Niki, Schatz, da brauchst du doch nicht gleich in die Luft zu gehen. Mann, bist du noch nervös. Ja, ja, tut mir leid, ich bin in den 5 Jahren einigermaßen zur Vernunft gekommen und solche Wutanfälle sind selten geworden. Ach, vergiss es. Du siehst einfach wunderbar aus, Nick, so gesund. Ja, Davy, das stimmt. Ich bin in Form geblieben. Du musst da drin in Bewegung bleiben. Man muss irgendwas tun, sonst wird man verrückt. Nick, Schatz, beruhige dich. Jetzt ist alles vorbei. Ah, komm hier, wir trinken auf gute Zeiten, nicht wahr? Auf die Zukunft. Hä? Na gut. Ja, auf die Zukunft. Möge sie ergiebig sein und reichen. Also, wie sieht's aus? Na, du weißt schon, das Geld, die Beute. Hör zu, Dave, alles, was ich jetzt will, ist ein guter Anzug. Und dann ein richtiges Essen. Ich will ein Steak, ein dickes Steak und ein Messer, um es zu schneiden. Kinder, erst heißt es mal ausspannen, dann kann ich Pläne machen. Und der erste Plan betrifft dich und mich. Nick, gibst du immer noch an? Keine Angabe, Baby. Ich habe zu lange geträumt. Jetzt fange ich an zu leben. In Ordnung, Nick. Wir besprechen das später. Wollen wir hier essen? Ich lade euch ein. Das gewaltigste Steak in der Stadt. Und keine Sorge, Nick. Es ist nur ein Steak. Und ich bleibe mit meinem Strickzeug zu Hause und lasse euch beide allein. Baby, du bist immer noch mein Freund. Ich nehme an. Aber jetzt muss ich erst mal einkaufen. Oh, womit willst du bezahlen? Mit Geld. Ja, Davy, ich habe Postsäcke genäht, Kartons geklebt und Jute gekämmt und mein Geld gespart. Ich habe fast $1,000 dabei, also macht euch keine Sorgen. Ich bin steinreich. Und du? Du, mach dich einfach hübsch und brat mir das Steak halb durch, ja? Schatz, komm bald wieder. Er ist weg. Dieses miese Schwein. Fass dich einfach an, als der erste Plan betrifft dich und mich. Aber Liebling, immerhin. Dave. Ich hätte ihm beinahe meinen Drink ins Gesicht geschüttet. Oh, Baby, nein. Du weißt doch, wie schnell er immer zuschlägt. Er hätte dich umgebracht. Immerhin war ich mal sein Mädchen. Das liegt jetzt 5 Jahre zurück. Ich find's auch widerlich. Vielleicht sollten wir einfach von hier verschwinden und ihn vergessen und mit ihm das lausige Geld. $260,000 vergessen? Hör zu. Hör mal zu, Baby. Ich will, dass bei uns alles perfekt ist. Verstehst du, alles aus Samt und Seide? Nein, Baby. Wir streichen's ein und machen uns ein schönes Leben davon. Na gut. Aber ich will nicht, dass dir was passiert. Nick übers Ohr zu hauen, könnte vielleicht zu gefährlich sein. Vergiss es.
Nick hat nicht die geringste Chance. Dazu habe ich alles zu gut geplant. Also mach dir keine Sorgen. Keine Anklage gegen Hoffman. Staatsanwalt behauptet, Zeugen haben Angst, auszusagen. Dieser Staatsanwalt ist ein Cockerspaniel. Er schnappt immer nach meinen Fersen. Diesmal haben wir ihm einen Maulkorb angelegt. Ah, nee. Mhm. Hast du immer noch vor, etwas wegen der Carbin zu unternehmen? Redest du von Gewalt? Das ist was für Ganoven. Ich bin Geschäftsmann. Ich nehme Harbin in dem Augenblick das Geld ab, in dem er es sich holt. Im Moment sollten wir lieber nichts riskieren. Harbin kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht. Wie könnte man mich in Verbindung bringen mit irgendwas? Nun, möglich wäre es immerhin. Sie sind immerhin noch heiß, diese Lohngelder. Dieser Prinz hat mir ein Geschäft im Wert von einer Viertelmillion Dollar vorgeschlagen. Erwartest du von mir, dass ich das sausen lasse? Das wird Prinz sein. Wenn jemand will, dass ein Geschäft richtig abgewickelt wird, wendet er sich an den Mann, der das für ihn machen kann. Ich bin ein nützlicher Bürger dieser Gemeinde, das vergisst du immer wieder. Das vergesse ich nie. Du bezahlst mir 100.000 Dollar im Jahr. Hallo, Junge. Tag, Mr. Hoffman. Schon gut, Sie können reden. Konnten Sie was erfahren von Harbin? Nein, er ist zu angespannt. Will nicht drüber reden. Aber sein erster Abend in Freiheit ist heute. Er ist mit seinem Mädchen zusammen. Ihr wird ihr es erzählen. Und sie erzählt sie ihm. Siehst du, Paul, kein Problem. Darf es ein Drink sein? Ja, bitte. Ich verlasse mich auf Ihre absolute Loyalität, Prince. Das können Sie auch, Mr. Hoffman. Ich bin kein Trottel. Ich kriege meine 10%, das sind 26.000 Dollar. Ich bin damit zufrieden. Keine Gewissensbisse, weil Sie Ihren Freund hintergehen? Der bezahlt nicht für meine Loyalität. Ein aufgewecktes Bürschchen. Wenn das hier gut geht, kommen wir vielleicht regelmäßig ins Geschäft. Danke. Ich bleib am Ball. Tun Sie das. Gut, klammern Sie sich an ihn ran. Versuchen Sie, ein Bild zu bekommen. Welcher von den Fotografen ist gerade frei? Johnny Lang. Mit dem haben Sie schon gearbeitet, Al. Na schön, Sie kriegen Lang. Wenn Harbin versucht, heranzukommen an das Geld, wollen wir die Ersten mit der Story sein. Ein Bulle hat auch auf ihn gewartet, Max Brodney. Der Mann aus Eisen. Dann gibt's Ärger für Harbin. Oh, Harbin ist ziemlich vorsichtig. Vielleicht kann er schneller denken, als Brodney zuschlagen kann. Das war wirklich gut, Susie. Ich hatte vergessen, wie ein richtiges Steak schmeckt. Oder echter Kaffee. Ist das alles, woran du denken kannst, hm? Was ist los? Schmecke ich nach Zwiebeln oder was? Schatz, hör zu. Es ist 5 Jahre her. Ich kann mich davon nicht in ein paar Stunden lösen. Außerdem gehen mir zu viele Ideen durch den Kopf. Und zu viele Probleme. Erzähl es zu, Liebling. Du denkst doch nicht etwa an einen vergrabenen Schatz, oder? Was ist aus Sammy Russos Vater geworden? Russo? Russo? Ach, dieser alte Italiener. Na, du weißt doch, Nick, als Sammy erschossen wurde, hat er dich und das ganze Unternehmen verpfiffen. Wo das Geld versteckt war, hat er aber nicht gesagt. Ach was, Nick, aber sonst wirklich alles. Als Sammy gestorben war, verlor sein Vater völlig den Halt. Ließ sich mit Rotwein volllaufen, Tag für Tag. Dann hat er sich draußen im Regen irgendwann meine Lungenentzündung geholt und... Und das war ebenfalls meine Schuld. Ich hatte Sammy überredet. Nick, das war doch eine tolle Sache. Eine 250.000 Dollar, ich bitte dich. Ja, es war so eine tolle Sache, dass sie beide tot sind. Schatz, du hast es überstanden. Das ist das einzig Wichtige. Nein, Susie, nein. Das ist nicht so leicht. Du tust irgendwas, was auch immer. Und sofort sind 100 Leute, Leute, die du nicht mal kennst, darin verstrickt. Sie werden einfach mit hineingezogen. Sams Frau Gay, was ist mit ihr? Woher soll ich das wissen? Sie ging weg. Du solltest nach ihr sehen. Warum? Ich wollte es auch, aber sie war weggezogen. Ich habe sie sowieso nie gemocht, die mit ihren großen braunen Augen.
Du mochtest sie schon immer, diese kleine Farmerstochter, nicht wahr? Ich sagte, es ist meine Schuld, dass Sammy tot ist. Ich bin seiner Frau etwas schuldig. Was willst du ihr denn geben, Nick? Einen Anteil von dem mickrigen Tausender, den du im Knast gespart hast? Sammys Anteil der Beute geht an sie. Niki, du hast sie also noch. Eine Viertelmillion. Eine Viertelmillion Dollar. Nick, Schatz, wenn du irgendwas brauchst, irgendwelche Hilfe, ich kann dir sauberes Geld beschaffen. Hör auf, ja? Hör zu, Baby. Jeder Bulle in diesem Staat wirft ein Auge auf mich. Ich kann nicht einfach irgendwo hingehen und anfangen zu graben. Nein, natürlich nicht, Liebling. Vielleicht könnte ich es für dich holen. Sue, meine Süße. 260.000 Dollar sind ein ziemlich großes Paket. Ich glaube, das könntest du nicht einmal aufheben. Nick, ich wollte dir ja nur helfen. Ja, sicher. Ja, ja, die ganze Stadt sitzt voller Helfer. Die sind ganz wild darauf. Um alle Ecken rum riechen sie die Scheine. Wenn ich auch noch niese, dann steht dieser Bulle Brody mit dem Taschentuch da. Aber das ist die Sache doch wert, Nick. Was hatten wir schon jemals? Baby, jetzt kannst du haben, was du willst. Und vielleicht kriege ich auch was davon ab. Hm? Sicher. Sicher, Schatz, für einen mehr ist immer noch Platz. Ich weiß es nicht. Aufmachen, Harbin! Das ist dieser Bulle. Guten Abend, Nick. Nette kleine Wohnung haben Sie hier. Meine Freundin nennt mich Nick und Sie waren nicht eingeladen. Erzählen Sie mir nichts von Ihren Rechten, Harbin. Wem gehört der Laden hier? Mir. Und wer sind Sie? Susan Mallory. Geborene Sophia Mankowski. Drei Verhandlungen vom Jugendgericht, zwei Verhaftungen, einmal wegen Prostitution, einmal wegen Beteiligung an einem Einbruch. Ich habe Ihr dummes Gesicht nicht bestellt, Polly, und ich brauche mir von Ihnen keine Frechheiten bieten zu lassen. Jetzt verschwinden Sie. Nicky. Aber Sie sind ein Schwein und ein Schwein nimmt sich, was es kriegen kann. Wenn ich annehmen würde, dass Sie das Geld hier versteckt hätten, würde ich mit Ihrem Kopf Basketball spielen. Versuchen Sie es. Zäh, was? Knallharter Bursche. Niki, von dem habe ich gehört, dass es ihm Spaß macht, Leute zusammenzuschlagen. Denken Sie immer daran, Harbin. Wo Sie auch hingehen, seien Sie auf der Hut. Ich werde da sein. Niki, der bleibt dir auf den Fersen. Deshalb musst du mir sagen, wo das Geld ist, damit ich es holen kann, während sie dich überwachen. Ich habe gesagt, ich nehme das selbst in die Hand. Ein Teil geht an Gail Russo. Dann verschwinden wir hier. Du bist ja richtig heiß drauf, ihr auf die Beine zu helfen, was? Wohin willst du? Weg! Zurück in die Stadt. Na, ich kann doch nicht hierbleiben, wenn dieser plattfüßige Spanner da vor der Tür herumschleicht. Ja, richtig. Geh nur. Niki, es ändert doch nichts zwischen uns. Ich meine, es ist nur so ein albernes Gefühl, wenn... Also, Niki, das Gefühl, dass die Bullen direkt vor der Tür sind. Ich hab doch gesagt, du kannst gehen. Ich hätte wissen müssen, dass sie mich auch hier aufspüren. Wir sehen uns morgen. Klar. Dann finden wir eine Lösung. Harbin! Sehen Sie sich's morgen im Rekord an. Wo sind die 260.000 Dollar Lohngelder? Dave, glaub mir, er kommt zurück, du wirst sehen. Großartig, wunderbar. Eine Viertelmillion Dollar. Und du spielst die Unschuldige. Ich konnte es einfach nicht ertragen, dass er mich anfasst. Er hat dir doch früher mal gefallen, oder? Jetzt betest du lieber. Bete, dass er nicht im Flugzeug nach Südamerika setzt. Dave, ganz sicher kommt er zurück, du wirst sehen. Das hoffe ich. Ich hab's mir überlegt. Fahren Sie mich ans Ende der Commonwealth bei den Schlachthöfen. Dass wir ihn beschatten, weiß er. Gut. Ich will, dass er's weiß. Er soll's wissen, bei jedem Atemzug. Thank you.
Geister! Wollen Sie sich umbringen? Sie scherzen. Das mache ich seit dem 10. Lebensjahr. Hören Sie, sagen Sie dem Gorilla, dass ich was zu erledigen habe und ich will, dass man mir nachspioniert. Der Kerl muss verrückt sein oder sowas. So verrückt müssten Sie mal sein. Er hätte was zu erledigen, sagt er, und will nicht, dass Sie hier herumschnüffeln. Wie kommt man am schnellsten darüber, wo er jetzt ist? Den ganzen Weg zurück erstmal, zu Durchgang B, dann über die 28. Ja, danke. Und dann weiter bis... Was suchen Sie hier, Mister? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Wer sind Sie? Peggy. Ich bin hier überall bekannt als Peggy. Sonst finden Sie hier keinen. Außer mir. Kennen Sie Mrs. Gail Russo? Hören Sie, Mister. Als sie hier ausgezogen ist, hat sie gesagt, ich kann hierbleiben. Sie hat mir es erlaubt. Ehrlich, Mister. Was? Hier hat sie gewohnt? Sicher? Nachdem sie das Haus vermietet hatte, ist sie hier eingezogen. Wieso hat sie in so einem schmutzigen Loch gewohnt? Sie hatte kein Geld, Mister. Das Dach ist nicht undicht. Sie hätte doch eine Stellung annehmen können. Hier in der Stadt? Nein, hier wollte sie nicht bleiben. Sie hasste diese Gegend. Sie hasste wohl alle außer mir. Sie hat mir ein Pulli geschenkt und ein paar Hosen. Ja, ja, ja. Sie hatte wohl ein Recht, einen Hass auf alle zu haben. Sie wollte nur so lange hierbleiben, bis sie die Werkstatt verkaufen konnte. Aber die Leute haben schon vor 30 Jahren aufgehört, hier in der Gegend was zu kaufen. Kennen Sie Mrs. Russo einigermaßen, Mister? Ja, Peggy. Ziemlich gut. Hören Sie. Sie sagten, als sie die Werkstatt nicht verkaufen konnte, ist sie weggezogen. Wohin? Ich habe ein furchtbar schwaches Gedächtnis in letzter Zeit. Hatte sie nicht Koffer dabei? Koffer und ein paar Kisten? Sie packte sie ins Auto. Ein Auto? Was für ein Auto? Ihr Auto. Zweitürige Limousine, grün? Hey, Sie sind doch nicht von der Finanzierungsgesellschaft, Mister. Nein, Peggy, nicht diese Art Finanzierung. Oh. Wenn Sie mir sagen können, wer dieser Mann ist, dann glaube ich ihn vielleicht. Sammy Russo. Wo haben Sie das her? Das war hinter der Kommode eingeklemmt. Das war Ihr Mann. Wir könnten einen Kaffee trinken. Das Geschirr ist sauber. Kaffee hilft mir, mich besser zu erinnern. Vielleicht fällt mir dann auch ein, wohin sie gefahren ist. Ich nehme meinen Schwarz. Ich schätze, Ihr Mann war ein ganz netter Kerl. Ja, eine Niete hätte ein Mädchen wie Sie auch niemals geheiratet. Dazu war sie zu klug. Ein Kerl hat Glück, wenn er ein gutes Mädchen findet, solange er jung ist. Das hilft ihm, sauber zu bleiben. Das ist für Gail. Es soll eine Überraschung für unser einmonatiges Jubiläum sein. Jubiläum? Oh, Sammy. In ein paar Stunden bist du in der Lage, ihr einen Diamantring zu kaufen, so groß wie deine Faust. Nicht so laut, ja. Wieso? Sie kommt hierher und ich will sie nicht beunruhigen. Du hast es ihr doch nicht erzählt, Sammy. Das mit den Lohngeldern? Ja. Nein, ehrlich, natürlich nicht, Nick. Nein. Einen Augenblick dachte ich schon. Hör zu, Nick. Sie will, dass ich damit aufhöre, Autos zu frisieren. Sie mag nicht, dass ich über das große Geld rede. Sie will, dass ich mir einen sicheren Job suche. Nick, deshalb bin ich bei dir mit eingestiegen. Weil ich Geld brauche. Ich will eine Werkstatt in einer guten Wohngegend kaufen. Eine Autowerkstatt? Ja, ja. Oh, Sammy. Junge, du wirst im Geld schwimmen. Weißt du nicht, was das bedeutet? Du wirst steinreich sein. Du wirst nicht mehr mit dem Staucherfett rumschmieren müssen. Ich arbeite gern mit Autos. Gails Vater hat ein Restaurant unten in Arizona. Ein kleines Kaff namens Gold City. Gail sagte, sie hat mich nur geheiratet, weil ich nicht nach Bratenfett rieche.
Gail, Gail, Mann, Sammy, es hat ja nicht lange gedauert, bis man dir die Flügel gestutzt hat. Sam, bist du da drin? Tag, Baby. Oh, du schmeckst nach Schmieröl. Tut mir leid, Schatz, ich hab nicht dran gedacht. Hier, ich hab dir was zu essen gemacht. Du weißt doch für den großen Job heute Nachmittag. Oh, der Job, sicher. Hey, hast du mir nichts mitgebracht? Ich dachte mir, du isst sowieso das von Sam, deshalb habe ich doppelt so viel eingepackt. Ja, ich bring das mal rein, ja. Arbeitet ihr da an irgendwas? Ich wusste gar nicht, dass ihr hier was habt. Nichts Wichtiges hat sich plötzlich ergeben. Ventile einstellen. Nein, ich meine, bleib und unterhalte dich mit Nick. Ich bin gleich wieder da. Zigarette? Mm-mm. Beruhige dich, Gail. Sammy hat kein Mädchen da drin. Na, das habe ich auch nicht angenommen. Ich glaube, du hast was vergessen. Heute habt ihr euer einmonatiges Jubiläum. Sammy hat einen Wagen da drin, Gail. Er bringt ihn auf Vordermann für dich. Er poliert ihn, schmiert ihn ab und Sitzbezüge, alles, was dazugehört. Das hat er sich vorgestellt als sein Jubiläumsgeschenk. Also, ich finde, das ist ein wunderschönes Geschenk. Es ist süß von ihm und aufmerksam. Oh, sicher. Sammy ist ein lieber Kerl. Kein Taugenichts wie ich. Das ist nicht komisch. Ich weiß. So habe ich es eigentlich auch nicht gemeint. Oh, Nick, warum kannst du uns nicht in Frieden lassen? Uns? Sammy weiß nichts, Gail. Ihm macht das nichts aus, nur mir und dir. Nick, es ist Sam, den ich geheiratet habe. Und an dieser Ehe will ich weiterhin festhalten. Ich werde mich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Sicher, sicher. Du drehst es an und ab wie ein Wasserhahn. Wie glaubst du, dass ich mich hier fühle als fünftes Rad am Wagen, wenn ich dich und Sam sehe? Schon gut, ja. Ich werde von hier verschwinden. Wenn du Glück hast, Gail, kannst du mich von morgen an vollkommen vergessen. Oh, Nick, es tut mir leid. Ich weiß, es war auch für dich sehr schwierig. Noch ein Weilchen, Nick, und dann sind wir ganz fertig. Ich gehe wohl besser wieder nach Hause. Mach deine Sache gut. Wiedersehen, Nick. Das ist ein Wort. Wiedersehen, Gail. Es wird doch alles klappen, was, Nick? Ja, ja sicher. Komm, Sammy. Nick, ich habe riesige Angst. Ich bin schweißnass vor Angst. Natürlich schwitzt du. Sammy, es ist heiß draußen. Es ist Juli. Hör zu. Bald kannst du dir eine Wohnung mit Klimaanlage leisten. Sehen wir uns mal die Bank an. Ich hab's abgedeckt, falls sie reingekommen wäre. Du, Nick, es gefällt mir immer noch nicht, dass wir ihren Wagen benutzen. Na, sie wird's nicht mal merken. Außerdem, wo würden wir sonst so was Sicheres finden? Ein Kennzeichen aus Arizona haben wir. Aus einem anderen Bundesstaat. Und niemand weiß, dass sie einen Wagen hat. Also welcher Bulle wird doch schon eine Verbindung sehen? Nick, vielleicht gibt es Ärger. Das ist es ja, Sammy. Sollte es Ärger geben, setzen wir uns einfach in diesen Wagen und fahren weg. Wir sind Touristen aus Arizona, das ist alles. Was hast du da unten gemacht, hm? Siehst du das? Ja. Es ist sauber. Da steckt man das Geld rein. Steinwolle drüber, ja? Dann nimmt man dieses Teil. Schiebt es da rein. Schweißt es an. Da könnte es jahrelang bleiben. Ja. Ja, das ist gut, Sammy. Aber ein paar Monate werden reichen. Dann ist die Gefahr vorbei und für dich und mich fängt das richtige Leben an. Es wird spät. Wir bereiten uns vor. Also gut, so läuft es ab. Jeremy parkt ein Stück weiter die Straße runter in dem gestohlenen Wagen. Du und ich kommen auf verschiedenen Straßenseiten anspaziert. Wenn der Sicherheitsbeamte mit dem Geld aus dem Seiteneingang kommt, schlägst du ihn nieder. Nick, bist du sicher, dass es funktioniert? Was ist los mit dir, Sammy? Ha, bin ich sicher, es funktioniert! Hör zu, wir springen auf ihn zu, schlagen ihn nieder. Und du schnappst dir das Geld. Das gibst du Jerry, wenn er vorbeifährt. Und dann holst du Gails Wagen und ich hau ab in die andere Richtung. Du triffst dich mit Jerry, holst das Geld, er stellt den heißen Wagen ab und wir verstecken es. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles, was? Könnten wir nicht einen Totschläger benutzen oder eine Pistole vielleicht? Sei bitte kein Dummkopf, Sammy. Wir haben ein kleines Stück Holz dabei, zufällig. Was ist schon dabei, wenn man das hat? Das fällt keinem auf, Junge. Hier, mit dem Ding.
Kannst du zuschlagen wie mit einem Baseballschläger. Verschwinden wir, los! Kennzeichen abmachen. Gut, hol das Vordere. Ist gut, wirf den Schweißbrenner an. Nick? Nick, Jerry ist angeschossen worden. Er ist tot. Hörst du? Wir müssen das Geld verschicken. Sieh mal, Sammy, das ist ein Vermögen. Das ist viel mehr, als wir dachten. Und geh schon unter das Auto. Haben Sie genug gemacht, um Ihr Gedächtnis aufzufrischen? Eine ganze Kanne. Wissen Sie, ich habe nachgedacht. Man würde doch denken, dass ein junges Mädchen nach Hause gehen würde, statt... Peggy. Haben Sie schon mal von einem Ort namens Gold City gehört? In Arizona? Ja, ja. Das war's, Mister. Arizona. Das hat sie gesagt. Hören Sie, Becky, Sie sollten wirklich sicher sein. Sind Sie sicher? Kaffee hat mich noch nie im Stich gelassen. Ist gut. Hier. Kaufen Sie sich davon 10 Pfund. Guten Morgen, Gay. Guten Morgen. Schon in die Morgenzeitung geguckt? Nein, hab ich nicht. Es ist wieder dieser Verbrecher, den Sie mal gekannt haben. Polizei.
Polizei sucht seit 5 Jahren vermisste Lohngelder. Ex-Häftling Nick Haben im Mittelpunkt der staatenübergreifenden Suche nach den versteckten 260.000 Dollar. Liebes, Sie sind ganz blass geworden. Es ist nett von Ihnen, sich solche Gedanken zu machen. Hier, die können Sie zu einem höheren Preis verkaufen. Meine Fingerabdrücke sind drauf. Gail? Morgen, Lenk. Ich habe den Eintopf aufgesetzt. Wird zum Mittag fertig sein. Haben wir noch genug Schinken im Haus? Ja, Ma'am. Ist gut, Lenk, danke. Ich habe auf dem Weg hierher die Zeitung gelesen. Ja, ich auch. Ich nehme an, die ganze Stadt wird Sie bald gesehen haben. Sicher machen wir ein gutes Mittagsgeschäft. Gail, ich habe hier für Ihren Vater gearbeitet, als man Sie geboren hat. Und ich habe hier gearbeitet, als er starb. Ich habe wohl schon wie er gedacht. Also, wenn Sie irgendeinen Rat von mir brauchten. Gerade denke ich, man würde hier anfangen, es zu vergessen, meinen Mann, Nick Haben und all das Furchtbare. Und schon muss es wieder in der Zeitung stehen. Also, wenn ich so durchs Fenster sehe, habe ich schon einen Haufen Leute kommen und gehen sehen. Es kommt mir so vor, als würden alle immer gern das Schlechte behalten und das Gute vergessen. Sie sind niemandem irgendeine Erklärung schuldig, meine ich. So hätte mein Vater es wohl auch gesagt. Eins würde ich aber gern tun. Diesem Nick Haben eins mit dem Fleischerbein überziehen. Er hat für das bezahlt, was er getan hat. Ja, aber Sie haben nichts getan und noch mehr dafür bezahlt. Einheit 3-2, Einheit 3-2, bitte kommen. Over. Hier 3-2, hier 3-2, over. Max, das Mädchen ist jetzt schon sehr lange da drin. Wir haben ja sonst nichts vor. Vielleicht auch nicht. Willkommen daheim, Nick. Nick, Baby, bitte, du verstehst nicht. Zieh dir lieber was an. Was hast du vor, Nick? Nun, ich könnte die Fresse einschlagen. Jetzt hör mal, Nick. So und ich, wir sind zusammengekommen, als sie dich eingesperrt haben. Ach, gib dir keine Mühe, Dave. Mit dem großen Nick Haben kann man nicht reden. Was hast du von mir erwartet? Sollte ich mich in ein Kloster zurückziehen und 5 Jahre lang auf dich warten? Ich habe überhaupt nichts erwartet. Nicht das Geringste. Außer, dass ihr beiden versuchen würdet, mich ein bisschen reinzulegen. Du wolltest das Geschäft schnell abwickeln. Ich habe Geld und du hast Talent. Aber ich hatte nicht vor, dich auch mit durchzuziehen. Du hast kein Recht, so mit mir zu reden. Ich brauche überhaupt nicht zu reden. Da, bitte, Benny. Eine kleine Zimmermiete. Morgen werde ich hier verschwinden. Aber jetzt verschwindet ihr beiden erstmal. Nein. Nein, wir gehen alle, Nick. Alle zusammen. Ich werde immer dümmer und dümmer, was? Ich nahm an, ihr wolltet mich nur ausnehmen. Aber ihr seid hinter dem Ganzen her, stimmt's, Freundchen? Ganz recht, mein Lieber. So sieht's aus. Jetzt komm. Ich will dich einem Freund vorstellen. Hey, hinten raus, Püppchen. Wir wollen niemanden stören. Vielleicht sollte ich mal nachsehen. Wie du willst.
Max! Einheit 3-2, hier 3-2. Reden Sie. Over. Code 2. Nick habe einen blauen Cabrio gesichtet. Wiederhole. Nick habe einen blauen Cabrio. Richtung Norden auf Beverly Drive. Verstanden. 302, over und Ende. Los, aussteigen. Prinz, Sie sind ein Idiot. Ich konnte nichts dafür, Mr. Hoffman. Er kam dahinter. Es ist passiert. Und Sie? Haben Sie keinen Verstand? Was schlagen Sie vor? Also, das klingt vernünftig. Prinz sollte 10% bekommen, wenn er Zugang zu dem Geld findet. Wenn Sie einsteigen, dann kriegen Sie 10%. Und zusätzlich kriegen Sie seine 10% als Bonus. Na schön, Arnie. Abgemacht. Nein! Hören Sie, Mr. Hoffman, ich habe ihn schließlich hergebracht. Ich habe mich bemüht. Ich bin zuallererst zu Ihnen gekommen. Wir haben wirklich getan, was wir konnten. Wie traurig. Von mir aus arrangieren Sie sich mit Harvin. Hör mal, Nick, das ist ungerecht. Vielleicht hast du recht, Davy, vielleicht hast du recht. Wo sind deine Autoschlüssel? Stecken, wieso? Ich verstehe nicht. Dann werde ich es dir mal erklären. Ich hatte vor, das Geld zurückzugeben. Nur damit Sie mich in Ruhe lassen. An den Knastkoller, Harvin. Das Geld ist doch nicht mal mehr heiß. Für Sie vielleicht nicht, Hoffman. Also, ich will's nicht, Davy. Nichts davon. Du kannst meinen Anteil haben. Aber... Du fiese Schwanne! Harbin, mir können Sie das nicht versauen! Von mir aus, Großer. Wenn Sie das Geld wollen... Versuchen Sie mir zu folgen. Ich habe eine andere Arbeit, als einen Motor zu reparieren. Dafür brauche ich mindestens eine Woche. Na schön, dann tanken Sie nur voll. Ausbeulen lasse ich es dann später. Aha. Und?
Und prüfen Sie auch Öl und Wasser, ja? Wir können von Glück sagen, dass wir heute früh den Bericht von der Tankstelle bekommen haben. Es gibt nur zwei Straßen, die er nehmen kann. In südliche Nevada oder vielleicht nach Arizona. Können Sie das Schild nicht lesen? Wir haben geschlossen. Hey Mann, ich brauche ein Auskommt. Ich möchte mit Ihnen reden. Sieh nach, was er will, Link. Ja, was wollen Sie? Hey, sind Sie vielleicht taub, Mister? Was? Komm rein, Nick. Nick haben? Könnte ich vielleicht ein Sandwich bekommen? Sandwich? Die Gauner, verschwinden Sie hier, oder? Sie haben schon genug Ärger. Sie brauchen nicht noch mehr. Ich mache hier keinen. Lang, hören Sie auf mit dem Wischen. Gehen Sie nach Hause. Und Sie hier allein lassen? Keine Sorge, Lang. Ich habe mein Maschinengewehr draußen im Wagen gelassen. Ich komme schon zurecht. Lassen Sie alles, wo es ist. Gehen Sie nach Hause, bitte, Lang. Dass hier nichts passiert, Mister. Wehe, wenn dir irgendwas passiert. Hm? Ja. Ich habe nur noch etwas Schinken. Das wäre gut, Kate. Nick, ich möchte, dass du gehst, wenn du fertig gegessen hast. Ich möchte, dass du Gold City verlässt. Willst du nicht mal wissen, weshalb ich hierher kam? Nein. Ich möchte nichts von dem hören, was du zu sagen hast. Kein Wort. Geh einfach nur. Lass mich einfach in Ruhe. Hör mal, ich weiß, was du empfindest. Wenn das so wäre, wärst du nicht zu mir gekommen. Gail. Sammy hat mir auch viel bedeutet, weißt du? Ich musste ihn begraben. Naja, er war kein Kind mehr. Er wusste, worauf er sich einließ. Das Einzige, wovon Sammy etwas wusste, waren Autos. Und der andere, Jerry. Sie sind beide tot. Oh Nick, ich hasse dich dafür, dass du mich daran erinnerst. Wie hast du mich gefunden? Der alte Mann, Packy. Er sagte, du wärst heimgefahren. Sammy hatte mir mal erzählt, wo du herkommst. Gail, ich hab dir was mitgebracht. Ich dachte, du willst es vielleicht. Wozu? Ich hab dies hier. Es hat mir 5 Jahre geholfen, mich zu erinnern. Polizei erschießt Gangster auf der Flucht. Toter als Automechaniker Sam Russo identifiziert. Hast du es behalten, damit du dich immer daran erinnern kannst, wie sehr du mich hasst? Ich bin hier wegen Sammy und dir.
Gut. Ich werde das tun, weshalb ich hier bin, und dann verschwinden. Hast du deinen Wagen noch? Die zweitürige Limousine, grün? Den Wagen? In der Garage, zu Hause. Warum? Das bedeutet, dass die Hälfte des Geldes dir gehört. Was? Ich meine das Geld, die Lohngelder. Sie gehören zur Hälfte dir. Und du denkst, ich würde es nehmen? Sam kam an dem Abend nach Hause. Er hat gezittert. Ich dachte, er wäre krank. Als ich ging, um einen Arzt zu holen, ist Sam losgewandert. Ich weiß, es hat ihn fertig gemacht, als er sagte, getötet wurde, sag es. Sam ist gegangen, weil er es verdrängen wollte. Ein Polizist hat ihn angesprochen und da rannte er los. Sie riefen mich an, es war 2 Uhr morgens. Er fantasierte und starb. Oh Gott! Jetzt nimm dein Geld. Verbrenn es, verschenk es. Es ist mir egal, was du damit machst. Ich will es nicht haben. Gail, du hast es? Sammy hat es im Rahmen und am Wagen versteckt. Ah, deshalb bist du also gekommen. Deshalb der große Auftritt. Die Hälfte für mich, was für eine Geste. Nein, Gail, nein. Ich hätte nachts kommen können, ein Auto nehmen und nach Mexiko fahren können. Nein. Was haben sie im Gefängnis mit dir gemacht? Dich bekehrt? Sie haben mir Zeit gegeben, ein wenig Zeit. Ich hatte da drin nichts als Zeit. Ich bin zur Schule gegangen und habe ein bisschen nachgedacht. Große Pläne gemacht? Kleine nur. Ich wollte mir einen Job suchen. Ich wollte, wenn ich rauskomme, vielleicht heiraten. Warum nicht? Ich hatte es einfach satt, davon zu laufen. Ich wollte irgendwo Fuß fassen. Ich wollte irgendwo hingehören. Einfach irgendwo hin. Und jetzt bin ich wieder in einem gestohlenen Wagen hier, siehst du? Ich renne wieder davon. Du hättest dich aus allem raushalten sollen. Was ist passiert? Ich dachte, ich hätte Freunde. Die sind genau wie alle anderen. Es juckt ihnen in den Fingern, heranzukommen an das Geld. Warum nimmst du es nicht, hm? Ich mache mich zur Grenze auf, sie werden mir folgen. Niemand wird ahnen können, dass du es hast. Das ist ein Haufen Geld, Schatz. Du kannst raus aus dieser Stadt. Du kannst gehen, wohin du willst. Du hast also wirklich vor, die Sache mit Sam wieder gut zu machen, ja? Mit euch beiden. Oh, Nick, ich bin müde. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Können wir uns morgen unterhalten? Das hier ist ein winziges Nest, aber man kriegt ja auch Zeitungen. Wenn du in ein Hotel gingst, würde es wohl noch mehr Ärger geben. Also gut, dann schlafe ich eben im Wagen. Ich wohne nur ein Stück die Straße auf. Du kannst das Zimmer meines Vaters nehmen. Das sind die ersten anständigen Worte, die ich gehört habe, seit ich raus bin. Das nehme ich mit, vielleicht. Vielleicht kann ich es jetzt essen. Komm schon, denk nach, denk nach! Dave, ich kann mich nicht erinnern. Ich hab's versucht. Du hast Arnie Hoffman gehört. Willst du dich umbringen lassen? Wir wissen, Nick ist Gail Russo auf der Spur. Ich weiß. Na schön. Du kanntest Gail. Du kanntest Sam. Und nun ist sie nach Hause gefahren. Wohin? In irgend so ein mieses kleines Kaff. Wo? Ach, in Arizona, denke ich. Wo in Arizona? Silver City. Silver City. Komm, such es! Es gibt kein Silver City in Arizona. Tut mir leid, Schatz, ich... Oh, Dave, denk bitte! Denk nach! Denk genau nach! Wo? Komm schon! Gold! Gold? Gold was? Gold City, das ist der Name! Bist du sicher? Naja... Gold City. Gold. Gold City. Oh. Arnie Hoffman, Dave Prince.
Nie gehört von diesem Gold City. Sind Sie sicher, dass es stimmt? Susie sagte, dass das Mädchen dort früher gewohnt hat. Trotzdem können wir nicht sicher sein, dass sie jetzt dort ist. Es wäre besser, sie wäre da. Ich verschwende meine Zeit nicht gern. Wie weit noch? Also, es sind noch 200 Meilen, vielleicht 250. Sammy, ich verstand aber was von seiner Arbeit. Der hat das Stück angeschweißt, als sollte es nie wieder entfernt werden. Was wirst du tun, wenn du es entfernt hast, Nick? Ich sagte dir doch, dass wir noch darüber reden. Ich muss erst mal sicher sein, dass es noch da drin ist. 5 Jahre sind eine lange Zeit, weißt du? Ich möchte Lenk nicht so lange allein lassen. Beim Kochen und Servieren im Café. Gail, ich hab es. Es ist hier. Jeder einzelne Schein. Gail, hast du verstanden? Ja, ich hab verstanden. Das sind ein paar davon, Gail, nur ein paar Kostproben. Hast du dir je gedacht, dass du mit dem wertvollsten Auto der Welt fährst? Jetzt hast du das Geld, Nick. Ein gewaltiger Unterschied nur daran, zu denken oder es in Händen zu halten. So wie jetzt. Ich hörte die Leute mein Leben lang sagen, Mann, wenn ich nur Geld hätte, wenn ich nur reich wäre. Es kommt drauf an, wie man dazu kommt. Ich kenne einige, denen das egal ist. Du warst einer von ihnen. Ja. Gail, nimm du es. Verbrenn es, verschenke es. Mach damit, was du willst. Fahr nach Europa, mir ist es gleich. Es ist alles, was ich dir geben kann. Ich hab dir doch gesagt, Nick, dass du mir nichts schuldest. Ich rede nicht von Schulden. Ich rede von Geben. Weißt du, wie das ist, Gail? Wenn man immer an jemanden denkt, 5 Jahre lang, und überhaupt nichts unternehmen kann. Gestern Nacht im Zimmer deines Vaters, gleich neben deinem. Weißt du, wie das war? Nick, bitte. Das soll kein Annäherungsversuch sein. Ich erzähl's dir nur, Gail. Ich wusste, wie wenig du von mir hältst. Aber ich hoffte, dass es vielleicht doch nicht so wäre und du bereit wärst zu vergessen, was geschehen ist. Ich habe mich eben geirrt. Wenigstens hat es mich gestärkt. Nick, bitte, ich kann bitte, nicht. Bitte, sag nichts, Gail. Das brauchst du nicht. Also bitte, versuch's gar nicht erst. Nick, würdest du es zurückgeben, das Geld? Dass du mir das sagst, ist alles, was ich will. Wenn du es zurückgibst, werden sie dann aufhören, dich zu bedrängen? Sicher werden sie mir einen Orden verleihen. Dann könnten wir zusammen fortgehen. Fortgehen? Ihnen das Geld geben, meine ich, und aus Gold City verschwinden. Wir könnten hingehen, wohin wir wollen. Nick, wir könnten nochmal von vorn anfangen. Was ist mit deinem Restaurant? Na, das könnte ich doch Lenk überlassen. Er hat in all den vielen Jahren schwer genug gearbeitet. Oh, du könntest dir einen Job suchen. Wir machen uns doch nichts vor, oder? Nein, wir machen uns nichts vor, Gail. Diesmal haben wir es geschafft. Komm, Liebling. Lass uns den Rest der Beute da rausholen und Lenk die gute Nachricht bringen. Wir erwischen ihn noch, bevor er für heute Abend zumacht. Wozu denn das? Wir verstecken es unterm Rücksitz, bis wir es zur Polizei bringen. Ich kann mir Lenks Gesicht vorstellen, wenn wir ihm die guten Neuigkeiten erzählen. Ja, bis später. In Ordnung. Ich bin die Akten durchgegangen und habe einen Hinweis ausgegraben, wo dieser Russo herkommt. Sehr nützlich.
Such mal einen Ort namens Gold City auf der Karte. Da ist es. Der Kerl von der Tankstelle sagte, sie würde hier ein Café betreiben. Hier muss doch irgendwo ein Café zu finden sein. Wie kann jemand nur auf so einem Friedhof leben wollen, bevor er stirbt? 9 Uhr und schon alles ausgestorben hier. Sie Idiot! Wenn Sie nicht wären, müsste ich das hier nicht durchmachen. Ich kann nichts dafür für das mit haben. Wissen Sie... Moment, da vorne ist es. Gold City Café. Halten Sie hier. Gehen Sie rein und versuchen Sie, was rauszukriegen. Ist nicht mehr viel da. Eine Tasse Kaffee genügt. Ist Mrs. Russo da? Nein, ist sie nicht. Wollen Sie was Bestimmtes? Nein, ich bin nur ein alter Freund von ihr aus Los Angeles. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Nein, weiß ich nicht. Wenn Sie mir Ihren Namen geben, sage ich es ihr. Ich will Sie überraschen. Also, sie müsste ziemlich bald hier sein, um die Speisekarte für morgen mit mir zu besprechen. Danke, mein Freund. Ja, Sir. Sie ist nicht da. Der alte Kerl erwartet Sie in ein paar Minuten zurück. Gut, wir warten hier. Prüfen Sie die Schalldämpfer, ob sie richtig funktionieren. Gut, gehen wir. Hat sich der Sitz auch nicht verschoben? Alles in Ordnung. Gut, gleich morgen früh schaffen wir das Geld zum Sheriff hier in Gold City. Weißt du, wenn ich an Brodner und Hoffman und die von der Zeitung denke, die mir alle aus verschiedenen Gründen an die Kehle wollen und nur darauf warten, dass ich an das Geld rangehe. Eine Menge Leute werden vollkommen ausrasten, wenn sie feststellen, dass ich es zurückgegeben habe. Du fängst doch nicht etwa an, es zu bedauern? Hey, diesen alten Spruch, du kennst ihn doch. Geld allein macht nicht glücklich. Ich habe heute gemerkt, dass das gar nicht so verkehrt ist. Da raus. Willkommen daheim, Nick. Keine Bewegung habe. Nick, was? Wenn ihr den alten Kerl sucht, der sagte mir, ich soll euch ausrichten, dass er im Augenblick an seiner Arbeit gefesselt ist. Wie haben Sie mich gefunden, Hoffman? Prince, die Tür. Das sind die Schläger, von denen ich dir erzählt habe. Jetzt fehlen nur noch die Bullen und die Reporter. Keine Bullen, keine Zeitungsreporter. Nur ein freundliches kleines Treffen. Sie waren sehr gerissen in Los Angeles, Nick. Ich mag's nicht, wenn mir gerissene Leute in die Quere kommen. Das hätten Sie mir sagen sollen, Hoffmann, das wusste ich nicht. Jetzt wissen Sie's. Also reden wir jetzt über das Geld. Die frische Nachtluft draußen hat mir die Stimme ruiniert. Sind Sie auch heiser, Mrs. Russo? Rühren Sie sie nicht an. Sind Sie besorgt um Sie? Dave hat mir erzählt, was Nick für Sie empfindet, Mrs. Russo. Er hatte recht. Nick möchte nicht, dass Ihnen etwas passiert. Was meinen Sie, Nick? Reden wir über das Geld, ehe er sie fertig macht? Oder danach? Hören Sie, Hoffmann. Wenn Ihr Schläger Sie anfasst, werden Sie mich umlegen müssen. Und wer findet dann das Geld für Sie? Wer will Sie denn umlegen, Nick? Davy schießt Sie einfach nur ins Bein, weiter nichts. Nick, die sind verrückt. Sie müssen verrückt sein. Nehmt es euch vor. Eine Bewegung, Nick, und es knallt. Holt Wasser und gießt es ihm über den Kopf. Er nützt uns nichts, wenn er nicht redet. Vielleicht sollten Sie Nick davon überzeugen, dass Sie nicht gezeichnet werden wollen. Ich
Ich kann vor Müdigkeit kaum noch was sehen. Die Augen weiter offen halten. Es muss hier irgendwo sein. Geh aus dem Weg, Puppe. Da ist es. In voller Größe. Gold City Café. Park hier. Ich will keine Überraschung. Helfen Sie ihm, Dave. Er hat Schwierigkeiten. Ich bring dieses Schwein zum Rind! Hier und der nimmt keiner was, bevor ich es sage. Ich habe jetzt genug von dem Gewäsch. Also hier rüber! Nehmen Sie das Mädchen. Sieh nur zu, Nick. Sieh nur zu. Das ist 260.000 Dollar wert. Seien Sie vorsichtig. Versuchen Sie es nicht, Hoffmann. Gut, Hoffmann. Also gut. Sie wollten sie zeichnen, was? Dann will ich mal sehen, wie Sie das finden. Nein, nein! Nick, nein! Was den Schläger angeht, haben Sie klasse Arbeit geleistet. Verderben Sie es jetzt nicht. Was wollen Sie, Bulle? Wollen Sie, dass er hier rausspaziert? Wer soll ihn festnehmen? Was wollen Sie denn? Denken Sie, ich bin tot? Sie sind schwer verletzt. Ich rufe lieber einen Arzt. Ja. Heinrich, bitte! Warum hören Sie nicht auf sie? Weg mit der Flasche. Gut, Bruder. In Ordnung. Im Wagen ist Ihr Geld. Unter dem Rücksitz. Ich bin nicht in der Verfassung, Sie aufzuhalten, wenn Sie es nehmen und damit abhauen wollen. Meinen Sie, ich bin fromm geworden, Bulle, weil ich den Kerl daran gehindert habe, Sie zu erledigen? Vor 5 Jahren hätten Sie es nicht getan. Gail und ich wollten das Geld morgen früh hier zum Sheriff bringen. Wenn Sie noch laufen können, können Sie uns begleiten. Um das zu sehen, käme ich im Krankenwagen mit. Der Arzt ist in ein paar Minuten hier und die Polizei auch. Danke. Ich sitze